So, ich zeige euch heute, wie man von dieser wunderschönen Bartkoralle einen Ableger macht. Das geht sehr einfach, ohne großen Aufwand. So, jetzt habe ich die Koralle mal rausgeholt. Ihr werdet sehen, sie wird sehr nässeln. Das merkt man auch an dem Schleim. Am besten ist es, wenn man einfach mit einer Säge, Dekupiersäge oder Bandsäge, sie teilt. Dem schneidet man hier einen Ast ab und fixiert ihn nachher auf einen Ableger. Das wäre jetzt auch schon wieder gewesen. Jetzt haben wir hier ein kleines Stück, wie man sieht. Und die große Koralle meckert ein bisschen rum jetzt. Ganz normal ist ihr Abwehrverhalten. Zum Befestigen benutze ich hier einen Sekundenkleber. Großflächig was drauf machen. Unseren kleinen Ableger von hier. Etwas abtupfen, damit das klebt. Und auflegen. Vorsicht mit dem Kleber, dass er nicht an die Koralle dran kommt, sonst wird das nichts. Ja, das war's auch schon. Kurz trocknen lassen, wieder zurück ins Becken. Warten, bis der Kleber etwas angehaftet hat.